Durch die Zinsentscheidung ist es letzte Woche zu einer starken Reaktion gekommen. Nicht nur beim S&P natürlich. Diese Reaktion hat der Markt in die Long-Richtung weiter gedrückt. Jetzt ist die Frage, wird diese Tendenz in der kommenden Woche fortgesetzt? Würde der Markt weiterhin steigen? Oder ist es schon Zeit für eine große Umkehr in die Short-Richtung? Mit diesem Thema werden wir uns heute beschäftigen. Und zwar, ich werde als erstes eine vollständige und objektive Analyse machen von der letzten Woche. Und das wäre unsere Basis sozusagen für die nächste Woche. Ganz wichtig ist es natürlich wie immer zu erwähnen. Beim Trading gibt es zahlreiche Möglichkeiten, das und das und das zu traden, nach einer Absorption einzusteigen, diese schöne Mikrostruktur, diese Widerstandszone oder diese Unterstützungszone zu traden. Dieses Mindset führt langfristig zu schlechten Trade-Entscheidungen. Warum? Es ist nicht so, dass die großen Marktteilnehmer jede einzelne Mikrostruktur verteidigen. Nur, dass wir zum Beispiel eine Absorption haben, heißt überhaupt nicht, dass wir dort ebenso auch gleichzeitig eine gute Struktur haben, wo wirklich richtig viele Marktteilnehmer verteidigen. Und das bedeutet, dass wir uns viel mehr als erstes auf die gute Volume Profile und TPO-Analyse fokussieren sollten. Wir wollen uns auf jeden Fall nur auf die stärksten Levels fokussieren und so könnten wir auf jeden Fall nur dort nach Reaktionen suchen. Also nicht jedes Hoch oder Tief hat Potenzial. Wie gesagt, so viel dazu. So viel dazu. So, die Zinsentscheidung hatten wir am Mittwoch und es ist dann wirklich zu einer starken Reaktion gekommen. Das, was man jetzt aktuell sieht, das ist mein erster bzw. zweiter Bildschirm. Das möchte ich jetzt als erstes kommentieren. Das war der Mittwoch. Und das erste, was man hier unten sieht, ist eine Volumenbildung. So, innerhalb dieser Volumenbildung hatten wir eine klassische Akkumulation, eine Seitwärtsrange. Das ist die erste Sitzung, das ist die asiatische Sitzung. Dann haben wir die europäische Sitzung, dann haben wir die amerikanische Sitzung. Jede einzelne Sitzung hat eine Richtung. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, ob sich die Marktteilnehmer jeweils also Long oder Short eingekauft haben, für Short oder Long, je nachdem, und wohin sie dann, die dann den Markt bewegen würden. Also dafür gibt es in der Heatmap, würde ich sagen, wirklich echt gute Hinweise, beziehungsweise richtig gute Signale, würde ich sagen, durch die Limit Orders. Und das bestätigt weiterhin die Richtung beziehungsweise die Positionierung der großen institutionellen Marktteilnehmer. So, nochmals, Mittwoch, wir hatten hier, wie man sieht, eine Aufbauszone. Es wurde in der asiatischen Sitzung aufgebaut. Es wurde hier weiterhin aufgebaut, in der europäischen Sitzung weiterhin aufgebaut. Amerikanische Eröffnung. Aufgebaut, aufgebaut, aufgebaut. Nichts Interessantes. Also wirklich eine kleine Schwankungsrange, eine kleine Struktur. Das ist hier überhaupt nicht viel. Das waren so ungefähr um die 20 Ticks. Um die 27 Ticks plus minus. Das ist wirklich nicht viel. Das ist nichts für S&P. Das heißt, dass die großen Marktteilnehmer vorsichtig waren. Die haben darauf gewartet, dass die Zahlen rauskommen, beziehungsweise dass die Nachrichten kommen. Nachrichten hatten wir hier, wie man sieht, um 19 Uhr, so also das war so 19 Uhr deutsche Zeit, wie man sieht. Und es ist dann wirklich ja durch die Zinsentscheidung zu einer starken Reaktion gekommen. Das hat der Markt tatsächlich katapultiert, also in die Long-Richtung gepusht. Hier auf der linken Seite sieht man das wirklich ja auch sehr gut, dass es hier wirklich sehr viel Volumen aufgebaut wurde. Ist es dann zu einer starken Reaktion gekommen. Und die nächste Volumenbildung hatten wir hier oben. Da wurden sehr viele Retail-Trader liquidiert. Es gibt bestimmte Punkte, die man hier wunderbar traden könnte. Das wäre eine tolle Long-Gelegenheit gewesen. Hier, wo mein Cursor ist, in die Long-Richtung. Und dann hat sich der Markt, wie man sieht, danach sofort in die, also hier oben stabilisiert. Also der wurde in die Long-Richtung gepusht. Ich muss aber sagen, dass ich jetzt erste Zeichen für eine Korrektur sehe. Ganz wichtig ist es auch zu sagen, dass das Ganze immer noch intakt ist. Schaut euch das bitte an. Wenn ich rauszoome, was sieht man ja überhaupt? Man sieht eine Long-Tendenz. Ja? Die Long-Tendenz ist klar
Die Korrekturen sind natürlich aber auch klar. Der Markt braucht diese Korrekturen, diese Phasen, weil so wird es wird auf jeden Fall wieder nachgetankt. So schafft der Markt wieder Liquidität zu generieren, würde ich sagen, ja, durch diese Gegenbewegungen. Und diese Gegenbewegungen sind wirklich ja sehr gesund, würde ich sagen. So entsteht Liquidität, so werden ebenso auch Breakout-Trader ausgestoppt. Also diejenigen, die zum Beispiel hier unten versucht haben, den Short zu traden. Die wurden alle einfach wieder liquidiert. Also unten Ausbruch unter dem Tagestief, beim Tagestief eine Stop-Order platzieren und dann den Ausbruch traden. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht, liebe Community. Das war keine Short-Tendenz hier, sondern das war ein Impuls bzw. eine Verdichtung nach unten, um den Markt ja nach unten zu drücken sozusagen. Um sich dann wirklich ja richtig, richtig schön bei einem wirklich ja guten Preis einzukaufen für Long. Der Markt war immer noch auf der Long-Seite. Fangen wir jetzt am besten so an. Das ist der Freitag, Donnerstag, Mittwoch, Dienstag, Montag. So, das ist jetzt wichtig. Am Montag, was ist hier am Montag passiert? Schaut euch das an. Freitag hatten wir, wie gesagt, diese große Volumenbildung hier unten. Der Markt wurde nach unten gepusht. Am Montag hatten wir die Eröffnung innerhalb der Value Area. Es konnte überhaupt kein Volumen hier unten gebildet werden. Das war schon ein unfairer Preisbereich und der Markt wurde dann kräftig nach oben gepusht. Hier in diesem Preisbereich haben sich Europäer eingekauft für Long. Die wollten den Markt weiter drücken, also nach oben. Das war, wie man sieht, ja schon über der Value Area vom Vortag. Über diese Ablehnung. Die Value Area vom aktuellen Handelstag würde ich niemals nutzen. Das sind dynamische Punkte. Also Value Area verschiebt sich, VPOC verschiebt sich auch. Es macht absolut keinen Sinn, wenn ich ja einfach so blind beim Value Area High oder bei der Value Area Low nach Gelegenheiten suche. Das bringt mir nichts. Was tatsächlich auf jeden Fall hilfreich wäre, das ist die Value Area vom letzten Tag oder eine alte. Ältere Struktur, eine alte Value Area in dem Sinne, ja. Das ist schon hilfreich, weil das ist Fakt. Value Area alleine bietet keine guten, also Value Area High oder Value Area Low alleine bieten, die bieten, also diese Punkte bieten überhaupt keine guten Levels für einen Einstieg. Es geht vielmehr hier um eine Volumenverteilung. Es geht vielmehr um konkrete Levels. Die sieht man im TPO in Kombination mit dem Volume Profile, wo das meiste Geld, das meiste Interesse liegt. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Der Markt wurde am Montag in dem Sinne wieder in die Long-Richtung gepusht, wie man sieht. Europäer waren auf der Long-Seite. Hier oben haben sich Amerikaner kurzfristig dann für Short positioniert. Das war hier die Schlussaktion von den amerikanischen Marktteilnehmern in diesem Preisbereich. Und wie man sieht, am nächsten Tag wurde wieder schön, sehr schön getäuscht, vorgetäuscht. Sprich, es wurde wieder manipuliert. Die Masse hat wieder gedacht, dass der Markt Short gehen würde, dass es jetzt gleich die Umkehr kommt in die Short-Richtung. Ich muss aber sagen, das war überhaupt nicht der Fall hier. Ja. Die europäischen Marktteilnehmer haben sich dann wieder für Short eingekauft. Und da unten in diesem Preisbereich war die Schlussfunktion und sofort danach haben die Amerikaner übernommen wieder für Long. Und hier ist das Problem, wenn man langfristig unterwegs ist. Also wenn man zum Beispiel Swing Trading betreibt und sagt, ja super, ich habe jetzt eine tolle Absorption gesehen, extrem viel Volumen im Footprint, im 5 Minuten oder 15 Minuten Chart. Ich gehe short und halte meine Position eine Woche oder 2 Wochen oder einen Monat. Das würde ich niemals behaupten, niemals machen. Das war wieder eine Täuschung in dem Sinne, ich sehe das so als eine Täuschung, eine Manipulation. Aber die wahren Gründe sind wirklich ja, dass die Masse, dass die großen Marktteilnehmer den Markt bis zum nächsten wichtigen Level drücken, um dort sich ja wirklich ja besser einkaufen zu können. Also, so hätten sie einen besseren Preis. Die Banken haben Aufträge, die haben einen genauen Plan. Montag bis Freitag, die wissen im Voraus, wie die Nachrichten aussehen würden, also die Zahlen sozusagen. Und es kommt ebenso auch zu starken Manipulationen. Bei den Nachrichten selbst. Die Masse wird sehr, sehr, sehr stark getäuscht. Also das ist eine Manipulation.
Und dann, wie man sieht, die Tendenz, also die Long-Tendenz wurde wieder fortgesetzt. Hier oben hatten wir die Schlussaktion von Amerikanern. Am nächsten Tag hat der Markt, das war der große Tag, also Mittwoch, wurde der Markt wirklich ja sehr lange Zeit in dieser Range, in dieser Struktur aufgehalten. Gleichzeitig wurden sehr viele Stops akkumuliert. Hier oben Stops von Verkäufern, da unten ebenso auch gleichzeitig Stops von Käufern. Das ist auf jeden Fall wie gesagt, ein Treibstoff für den Markt. So entsteht Liquidität, wenn eine der beiden Seiten wirklich richtig, richtig ausgestoppt wird. Und das war der Fall im TPO. Das werden wir jetzt gleich auch machen. Hat mich hier eine starke Ablehnung und das hat der Markt tatsächlich in die Long-Richtung gepusht. Tatsächlich ein sehr starker Impuls. Donnerstag und Freitag waren relativ schwache Handelstage. Wirklich, da hatten wir eine starke Entkräftung schon. Und genau aus diesem Grund würde ich sagen, dass wir nächste Woche eine Korrektur sehen werden. Also ich bin mir sicher. Moment. Wieso? Weil es gibt hier unten in diesem Preisbereich, liebe Community, dort wo die Low-Volume-Zone ist, also die große Low-Volume-Zone, in diesem Preisbereich eine Menge an Geld bzw. eine Menge an frischer Liquidität. Diese Liquidität, also diese offene Stellen sozusagen, dort wo frische Liquidität zur Verfügung steht, diese Bereiche werden von großen Marktteilnehmern sehr gerne genutzt, um dort wieder also nachzutanken, um dort sich ja wieder kräftig richtig einzukaufen. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Markt nächste Woche zumindest ja eine Korrektur machen würde, bis wohin, ich würde sagen, bis mindestens 46. Das ist meine Prognose. 46 erwarte ich bis zu einem Level erwarte ich ja auch eine Reaktion. Das ist die erste Struktur. Und jetzt bräuchte ich ja auch das TPO. Im Preisbereich 74 erwarte ich ebenso auch eine Reaktion. Ja. So, das ist hier. Das werde ich ja so machen. Etwas größer. 74 ist da in diesem Preisbereich. Da sehe ich auf jeden Fall eine Menge an an Liquidität sozusagen. Ja, das ist ganz gut. Also 71,25, das ist ein Level. Generell achte ich auf die Volumenbildungen hier im TPO. Das sieht man ebenso auch gleich wirklich, ja, wirklich gut. Es ist alles sehr eindeutig. Das ist hier sehr viel Zeit, dass der Markt ja wirklich die meiste Zeit verbracht hat. Sehr viel, wirklich sehr lange Zeit. Und dann wurde der Markt kräftig in die Long-Richtung gepusht. Das sind Punkte, wo frisches Geld liegt, also frische Liquidität. Das hat der Markt bereits konsumiert. Am Freitag hat der Markt diese Zone schon konsumiert, also besser gesagt die Liquidität. Und ich muss auch euch aber jetzt sagen, wirklich, wir hatten eine sehr, sehr starke Abschwächung, besonders am Freitag. Am Freitag hatten wir hier eine starke Kumulation, da haben sie sich ja kräftig eingekauft. Starke Liquidierung von der Masse, also die Masse, das waren die Käufer, die wurde stark liquidiert. Und da konnte der Markt kaum schließen. Also das war wirklich eine starke, starke Entkräftung schon. Der konnte überhaupt nicht mehr schließen. Ja? Was haben die Amerikaner denn gemacht? Die haben den Markt ja wieder kräftig nach oben gepusht. Die waren ebenso auch auf der Short-Seite. Und dann wieder starke Liquidierung. So, die Woche war definitiv positiv, beziehungsweise long. Die haben ihre Gewinne realisiert. Die großen Marktteilnehmer, die Banken, amerikanischen Marktteilnehmer, europäischen Marktteilnehmer, die arbeiten von Montag bis Freitag. Das ist klar. Wo hätten wir jetzt interessante Reaktions- bzw. starke, die stärksten Reaktionszonen in dem Sinne? Ja, also die erste Zone habe ich hier schon markiert, 46. Es gibt natürlich ja weitere Strukturen. Grundsätzlich ja, habe ich so in der Regel 5 bis maximal 6 Levels, also 6 Linien, wo ich nach Reaktionen suche. Aber es ist ja auch ganz wichtig zu erwähnen,
dass uns nur die aktuelle Situation bzw. die jetzige Situation interessiert. Es interessiert mich jetzt überhaupt nicht, was der Markt, also 100 Ticks über dem aktuellen Level gemacht hat oder unten irgendwie, das interessiert mich überhaupt nicht. Das ist wirklich zu weit weg. Das ist nicht mehr aktuell, das ist nicht mehr interessant für mich. Bedeutet, jetzt ganz konkret, das kann ich ja löschen, das ist nicht mehr aktuell. Eine sehr interessante Zone, auf die man achten muss, das ist wirklich, wirklich ein Muss, haben wir genau in diesem Preisbereich, liebe Community. Das ist ein Bereich, wo der Markt sehr, sehr stark, wirklich ziemlich stark aufgehalten wurde. Das ist der Preisbereich 5302,50. So, das wäre in der US-Sitzung, in der Abendsitzung ein sehr, sehr, sehr guter Trade gewesen. Wirklich eine sehr gute Position. Nicht nur wegen der Value Area. Also ich achte mehr auf die Volumenverteilung. Das, ja, so die Value Area ist tatsächlich ja auch ein guter, könnte ein guter Hinweis sein. Aber es gibt Punkte, die deutlich, also wesentlich wichtiger als die Value Area High oder Value Area Low sind. Wie gesagt, da unten haben wir eine Menge an Liquidität. US-Schluss von diesem Tag wurde ebenso auch schon gebrochen. Der hat sich unter dem Level stabilisiert, sprich, der hat unten geschlossen. Und ich gehe tatsächlich davon aus, dass der Markt bis zum 46 fallen würde nächste Woche, also in der kommenden Woche. Jetzt ist die Frage, wo haben wir weitere Strukturen, also interessante Levels? Das sehe ich jetzt im TPO. Das ist wie gesagt der Preisbereich 71,25 ungefähr. Dort erwarte ich ja auch eine Reaktion. Es gibt weitere Levels. 71,25. Das haben wir schon markiert. Value Area, TPO Value Area hat sich auch nach unten verschoben, wie man sieht. VPOC wurde ebenso auch getestet und ja, es wurde alles ziemlich stark abgelehnt. Diese Struktur, das ist, der liegt bei 5308. Da haben sie sich eingekauft. Und der Schluss war hier unten, wie man sieht, ebenso auch unter dem Urschluss vom 20. So, das kann ich jetzt wieder zuklappen. So, das ist hier die nächste, also wirklich, wirklich ziemlich gute Reaktionszone. 71,25 bis 46,25. Es gibt wirklich eine Menge an Liquidität. Und das Wochenhoch ist ebenso auch dementsprechend ganz wichtig. Aber jetzt aktuell würde ich das nicht unbedingt markieren. Das würde mir wirklich ja, würde mir tatsächlich wirklich sehr wenig bringen. Ne? So. Wie gesagt, ich würde tatsächlich hier diese starke Ablehnungszone beobachten. Da hat der Markt, schaut euch das bitte an, da hat der Markt ja wieder die Preise abgelehnt. Schüler schreibt mir jetzt. So, hier wurde der Markt ja stark aufgehalten. Im Endeffekt ja stark abgelehnt. Das war auch eine wichtige, wichtige Ablehnungszone. Und die Amis haben das auch einfach ja nur genutzt, um sich kräftig dann einzukaufen für Short. So, hier war das Tagestief. Und da in diesem Preisbereich hat der Markt geschlossen. Wo erwarte ich Reaktionen? Also außer 0,250. Das werde ich euch jetzt gleich zeigen und sagen. Da sehe ich ebenso auch einen ja, ziemlich interessanter Preisbereich. 90, also ungefähr bei 90,25 hatten wir ebenso auch eine starke Ablehnung. Eine starke Liquidierung hier, wie man sieht. Ebenso, es wurde weiterhin aufgebaut. Das sind wichtige Punkte. Also Fokus, wenn der Fokus auf Ranges und Volumenbildungen liegt, dann kann man sich sehr schnell orientieren. Und zwar so hätte man auf jeden Fall wirklich ein eindeutiges Bild. Also ist man wirklich tatsächlich in der Lage, den Markt gut zu verstehen. Und es gibt, wie gesagt, so zwei Arten von wichtigen Levels, ja, die wir auf jeden Fall nutzen für unsere Trades. Keine Zwischenlevels hier einfach so in der Mitte oder bei einer beziehungsweise einer Widerstandszone, einer Unterstützungszone, charttechnische Sache, Formation, das hat nichts zu tun. Also mit dem Warren Training, diese Zonen hier, die wir haben, lassen sich wunderbar weiter also durch die Heatmap bestätigen, durch die Liquidität. Und das ist ein enormer, wirklich ein großer Vorteil hier. Ja? Nicht nur die Zone an sich. Die Reaktionszone hier, was wir im Volume Proof im TPO sehen, sondern auch durch die Heatmap. In der Heatmap lässt sich das tatsächlich weiter bestätigen. Durch die Liquidität lässt sich dort, wie gesagt, ja auch erkennen, wohin
sich der Markt bewegen würde. Ja, nicht vergessen, der Markt bewegt sich von Liquidität zu Liquidität und das ist dort alles ersichtlich. Das kann man alles dort lesen und verstehen. So, wie gesagt, meine Prognose ist es tatsächlich, dass der Markt in der kommenden Woche fallen würde, in dem Sinne, dass der Markt ja einfach zumindest sehr korrigieren würde, weil es ist alles immer noch long, es ist alles immer noch intakt. Ich habe schon die ersten Zeichen gesehen, also für eine potenzielle Umkehr, zumindest eine Korrektur, um wieder nachzutanken, weil in diesem Preisbereich, diese große Low-Volume-Zone in dem Sinne, liegt eine Menge an Liquidität, liebe Community. Ja, wir suchen einfach nach Reaktionen bei den wichtigen Levels. Das ist ein ziemlich wichtiges Level, 71,25, richtig. Und ebenso gleichzeitig ja unten diesen Preisbereich. Bis dahin kann der Markt auch fallen. Beobachten würden wir natürlich ja diese Zone hier, beziehungsweise diese Zone. Ist es auch möglich, dass der Markt nachher mal diese Struktur hier testet, um wieder nachzutanken, bis spätestens, also allerspätestens sozusagen hier. Das ist gleichzeitig auch der Urschluss vom 20. beobachten. Also, ich würde das jetzt einfach so markieren. Das könnt ihr gerne auch übernehmen und diese Strukturen beobachten. Short-Reaktion. Das kann ich ja einfach jetzt einfach, kopieren und nutzen, ebenso gleichzeitig für die nächste wichtige Struktur. Ja, Short-Reaktion erwartet. Und es da genauso 0,250, das wäre auch an sich möglich, aber ich glaube nicht, dass der Markt ja sofort dieses Level testen würde, weil der hat unter dem Urschluss vom 20. geschlossen und ich würde vielmehr hier bis 49 nach Shorts suchen. Aber ich würde das einfach sehr jetzt so lassen als Orientierung. Ich erwarte tatsächlich eine starke Reaktion in die Short-Richtung. Und hier erwartet der Long. Reaktion. Das heißt nicht, dass ich dort sofort nach Long suchen würde, aber das ist zumindest wirklich ja eine Zone, wo der Markt wieder reagieren könnte. Und zwar, das werden wir wieder so machen. Was meine ich genau? Dass der Markt einmal dieses Initial Pullback macht auf das Level und dort reagiert. Das könnte wirklich nur eine kleine Reaktion sein, wirklich ja, nur 10. 15, 20 Ticks oder so. Das heißt nicht, dass der Markt so also um die 100 oder 200 Ticks ja, sich bewegen würde. Aber das sind Reaktionszonen, wirkliche starke Reaktionszonen. Das sind die stärksten Levels, die ich jetzt identifiziert habe. Aktuelle Levels. Und nicht vergessen, wir wollen, wie gesagt, 5 bis maximal 6 Levels haben. Das ist jetzt also 1, 2, 3, 4, 5. Ich bin zufrieden. Durch eine aktuelle Analyse, kurz vor der Ursitzung, kann man wirklich tatsächlich ja wissen, bis wohin der Markt sich dann bewegen würde, welche Zone der Markt jetzt aktuell testen würde, so je nachdem, wo sich der Markt befindet, weil auf täglicher Basis haben wir auch wichtige Strukturen, wichtige Zonen und ich mache immer auch in der Gruppe, in der Telegram-Gruppe für die Schüler, für die Community eine zweite Analyse auf täglicher Basis und die mache ich ja 15 Minuten vor Öffnung. Also die klassische Uhr zur Öffnung ist um 15:30 Uhr und ich mache das 15:15 Uhr. Jetzt wegen der Zeitverschiebung, also in den USA, fängt es um eine Stunde früher an, die Sitzung. Um 14:15 Uhr mache ich den, also 14:30 Uhr, 30, ja, poste ich, fange ich ja an, beziehungsweise an mit dem Trading, mit der Suche sozusagen nach Gelegenheiten. Und eine genaue Analyse von Montag, von der aktuellen Situation, findet man sowieso in der Gruppe. Links findet man überall. Die habe ich ja schon gepostet. Bei Fragen stehe ich sehr gerne zur Verfügung. Unsere Aufgabe ist es jetzt wirklich, den Markt zu verstehen, sich anzupassen. Gegen den Markt traden wir nicht. Diese Gegenbewegung muss auch bestätigt werden, dass es jetzt zu einer starken Reaktion gekommen ist. Also wir brauchen als erstes die Reaktion und dann eventuell, um dann eventuell nach einer Gelegenheit zu suchen. Alles andere ist zu heiß. Es ist einfach zu spekulativ, versteht ihr? Wir haben die ersten Zeichen für eine mögliche Schlussauktion, für eine Umkehr. Aber diese ersten Zeichen sind grundsätzlich langfristig gesehen nicht wirklich so objektiv, immer noch etwas spekulativ. Also es ist viel, viel, viel besser, viel einfacher mit der aktuellen Richtung zu traden, also in der aktuellen Richtung. Aber ich sag das immer so,
The trend is your friend stimmt nicht ganz. Also diese Aussage auf Englisch, der Trend ist dein Freund, stimmt nicht, weil so fängt man an, unterbewusst sozusagen immer wieder blind einzusteigen, da die große Tendenz long ist. Was wäre es aber, wenn die jetzt auf täglicher Basis beispielsweise die Europäer oder die Amerikaner sagen, gut, bis dahin möchten wir jetzt tatsächlich diese Long-Bewegung unterstützen, bis dahin wollen wir den Markt aufhalten und hier steigen wir aus. Man sagt, okay, der Markt ist long, ich gehe nur long ein, beziehungsweise suche nur nach Long-Gelegenheiten. Europäer sind aber mittlerweile schon raus, haben kein Interesse, die Long-Bewegung zu unterstützen und der Markt schmiert wieder nach unten ab. Und das passiert sehr oft, wenn die Marktteilnehmer raus sind. Da fliegen gewaltige Stopps, liebe Community. Genau aus diesem Grund bin ich wirklich kein Freund von dieser Aussage. The trend is your friend. Das stimmt einfach nicht wirklich. Richtig, ja? Bitte um eure Fragen, eure Kommentare sehr gerne. Ich beantworte alle Fragen. Trading ist meine Leidenschaft, das wisst ihr schon. Das war super spannend, heute den Lose zu machen. Für euch, also von der letzten Woche, für die kommende Woche auch. Und natürlich auf täglicher Basis gibt es meine Analysen mit wichtigen Infos, mit meinen Trades in der Gruppe, in der Telegram-Gruppe. Mach's gut, gute Trades, gute und objektive Trades und bis bald, wir hören uns wieder. Ciao, ciao.